Hallo und willkommen zu einer weiteren gemütlichen Folge Survival Fountain of Youth mit mir, dem Reeps, und unserem schiffbrüchigen Namenlosen. In der letzten Folge haben wir uns auf der Insel die ersten Bewegungen gemacht. Wir haben gelootet, eine kleine Base gebaut und jetzt sind wir hier bereits vor der Grotte, welche wir jetzt erkunden wollen. Wir lassen den Regensammler mal. Wir gehen auch hier direkt rein. Ein paar Pilze. Hier haben wir schon die ersten Skorpione. Nehmen wir auch direkt mit. Da können wir Heilmittel draus machen. Hier haben wir ein Lagerfeuer. Yatoba-Harz. Ein paar Blätter. Ein Wasser des Lebens. Eine Notiz zum Wasser des Lebens. Ich lasse diese Flasche Wasser des Lebens hier, damit die Person, die sie findet, ihre Gesundheit wiederherstellen kann, falls ihr Schiff strandet. Viel Glück, mein Freund. Our Captain Juan Ponce de Leon also survived the shipwreck. Sea currents brought him to this same island just a bit earlier before my awakening. He located the grotto and made it his temporary shelter. Then he started to act quickly and decisively. After building up the temporary camp, the captain began to explore the island. He named it the Island of Hope. During another trip, he heard distant cannon shots. It was a signal from one of our ships. The captain left this note, then hurriedly packed up and sailed toward the sound of the cannon fire. He was in a rush to help his crew. Running quickly, he forgot his spyglass on the other side of the island. If I find it, I will be able to look around the island. Ein langer Brief von Ponce. Eine unvollständige Regionalkarte. Es war mir nicht bestimmt, eine Karte der hiesigen Meere zu vollenden, aber sie könnte sich nützlich erweisen, um den Ort zu finden, an dem die Santiago gesunken ist, ein paar Meilen von dieser Insel entfernt. Vielleicht gibt es dort noch etwas Brauchbares, Ponce de Leon. Und die Karte von der Insel der Hoffnung, Ponce de Leon, markierte die ungefähre Position zweier Frischwasserquellen auf der Karte. Die Grotte an der Küste und der Ort, an dem er sein Fernglas verlor. Die Schrift sagt, dass das Fernglas an einem Ort verblieb, an dem man nachts Glühwürmchen sehen kann. Standort Insel der Hoffnung. Ein Haufen Schrott haben wir hier noch rumliegen. Wir nehmen die Kokosnüsse mit. Wie sieht es denn platztechnisch aus? Wir sind randvoll. Hier ist schon wieder ein Skorpion gespawnt. Fast wäre ich in ihn reingelaufen. Das wäre nicht cool gewesen. Ja, wir machen es ein bisschen anders wie Ponce. Wir erkunden natürlich auch und schauen, dass wir weiterkommen in der Story und allem. Aber ich würde natürlich auch gern Basebuilding betreiben. Mehr wie in der letzten Staffel. Denn es gab ja auch dort ein Content-Upgrade. Wir laufen jetzt aber erstmal weiter. Ich habe nämlich schon eine Location im Kopf, welche ich gerne nehmen würde, um die Base hier auf der Insel der Hoffnung zu bauen. Nehme ich die Schildkröte jetzt schon auseinander? Nee. Wir lassen sie mal noch. Ein paar Glühwürmchen. Greift er mich doch an? Unsere Werte sehen super aus. Schön wieder hier unterwegs zu sein in Survival Fountain of Youth. Ich freue mich richtig. Das Content Update kam genau zur richtigen Zeit. Schön fürs Sommerloch. Überall liegen reife Kokosnüsse rum.
Ich habe immer noch den Sonnenbrand. Ich hoffe, der geht spätestens, wenn wir uns mal ausruhen beim Schlafen, wieder weg. Mittlerweile haben wir ja eine komplette Ausrüstung und sind somit besser von der Sonne geschützt. In der Ferne wartet schon das nächste Bauwerk auf uns, welches wir erkunden können. Muss etwas auf die Ausdauer achten. Die geht immer schnell leer. Hier liegt noch eine Muschel am Strand. Die nehme ich jetzt aber auch nicht mit. Überall Kokosnüsse. Wir gehen hoch zum Gemälde. Die alte Zeichnung Lied von der Bestrafung der Beschenkten. Haben wir noch schon weitere Einträge? Hier nicht. Hier haben wir die verschiedenen Karten und Logbücher. Und eine weitere Quest. Wir sollen zusätzlich auch noch Obsidian finden. Das kriegen wir doch hin. Wir können schon mal einen Überlebensfähigkeitenpunkt investieren. Was nehmen wir denn? Ich würde tatsächlich sagen, der bessere Schlaf ist am Anfang recht wichtig. Gift widerstehen macht auch Sinn. Aber wetterbedingt zu erkranken nehme ich als allererstes. Werfen, Stärke, Athletik, Kartierung und Sammeln haben wir schon auf 1, sowie die Herstellung. Dann schauen wir mal noch hier alles durch. Die verschiedenen Rezepte für Heilung. Nahkampfwaffen können wir den Steinspeer schon bauen. Sehr gut. Fernkampfwaffen, der schwache Bogen. Eine tragbare Kiste, Laubdach. Verschiedene Kisten. Maschinen, die normale Werkbank, Schreinerwerkbank und der Hauttrockner. Andere Gegenstände hier. Kokosgefäß, ganz wichtig. Bauen wir nachher direkt. Brauchen wir, wenn wir zu den Frischwasserquellen gehen. Aber jetzt schauen wir erstmal auf das Bauwerk hoch. Teil einer Karte der Einheimischen. Huch. Das hat mir auch noch Schaden gemacht. Und durch dieses Elixier, welches wir aufgenommen haben, bin ich jetzt auch noch überladen. Wir schwimmen erstmal zurück an Strand, schauen ins Inventar. Ich denke, wir könnten uns eine Kokosnuss gönnen. Stellen wir gerade mal eine her. Jeweils. Einmal essen und schon sind wir wieder besser vom Gewicht. Ein paar von denen nehme ich jetzt direkt mit. Die brauchen wir sowieso. Kann mich gar nicht mehr erinnern, dass der Weg so lang war. Langsam müssten wir eigentlich mal zu der Location kommen. Schön, die Berghütte. Da freue ich mich auch schon drauf, die zum Erkunden. Ich glaube jetzt nicht, dass die Entwickler die Insel umgebaut haben, groß, durch das Content Upgrade. Eigentlich hatte ich
aus dem Early Access Gameplay schon echt eine Location im Kopf. Ich bin mega gespannt. Jetzt hat er mich erst noch verwischt. Aber ich ihn auch. In der weiten Ferne entdecke ich auf jeden Fall schon mal einen großen Baum für eine Kartierung. Haben wir denn noch Holzkohle? Noch 5 Stück, sehr gut. So, wir kommen in die richtige Richtung. Wir haben sogar noch Nacht. Vielleicht reicht es uns sogar, um das Fernglas noch zu holen, wenn wir sehen, wo es liegt. Da vorne ist er. Ja, komm. Oh, jetzt ist meine Ausdauer leer. Ich glaub's ja nicht. Komm. Diesmal habe ich ihn gleich erwischt. Gut, Kartierungen können wir gerade eh nicht machen, weil es dunkel ist. Hier sehe ich jetzt aktuell nichts. Da vorne ist es noch hell, dieser orangene Fleck. Das deutet auf Glühwürmchen hin. Schritt, erreiche den Standort in der Nähe des Fernglases. Und da liegt es auch auf einem Hügel bei der Schildkröte. Süß. Wir nehmen es direkt auf. Sehr cool. Neues Ziel, Blick vom Berg. Da oben haben wir ein anderes Bauwerk. Da hatte ich ein kleines Lager aufgeschlagen. Jetzt bin ich überladen. Es wird wirklich Zeit, dass wir uns ein kleines Lager errichten, beziehungsweise eigentlich soll es ja unser richtiges Lager werden, wenn ich es noch schaffe, an die richtige Location zu kommen. Es ist nicht mehr weit. Ich hoffe, das klappt dann auch mit der Bootsanlegestelle. Da hinten in der weiten Ferne zwischen den Felsen durch, da war es letzte Mal mein Hauptlager. Ich muss ein Blatt ablegen. Bin immer noch überladen. Verdauungsstörungen, da habe ich keine Lust drauf. Die sind recht schwer. So, jetzt geht's doch direkt besser. Und zwar habe ich mir überlegt, für das Hauptlager würde ich gern genau zwischen den Palmen und den Palmen hier, hier würde ich gerne mein Lager errichten. Dann kann man hier schön später eine Bootsanlegestelle bauen. Ich denke, das ist eine coole Location. Und wir starten hier jetzt einfach mal mit... Mit was starten wir? Sollen wir ein Laubdach als erstes bauen oder ein Bett? Ja, wir brauchen ein Laubdach auf jeden Fall. Dafür brauchen wir noch lange Stöcke. Eine lange Stöcke-Location, die findet mir natürlich. Das ist kein Thema. Dann platzieren wir den erstmal. Ich würde jetzt aber gleich mal sagen, wir machen den Wenk abseits, damit der später nicht stört. Einmal platzieren. Dann geben wir ihm direkt alles, was wir haben. Dann müssen wir zu den anderen Gegenständen. Den Lianenseil brauchen wir schmale Blätter für. Die haben wir direkt hier. Wir nehmen 4 Stück.
Und dann brauchen wir noch einen langen Stock. Aber ich würde gern noch schauen. Das war ein langer Stock. Dann brauchen wir 4 insgesamt. Insgesamt 4. Und dann hier mal noch das Lagerfeuer. Das reicht fürs Erste. Viel mehr brauchen wir gar nicht. Das sollte erstmal passen. Wir gehen auf die Reise und holen uns lange Stöcke. Hier kriegen wir kleine Stöcke her. Ja, hier brauchen wir auch lange Stöcke, 2 Stück. Nichtsdestotrotz hätte ich jetzt gerne eine kleine Kiste gebaut. Ich will doch ein bisschen Sache aus meinem Inventar ablegen. Ich bin ziemlich überladen. Das macht so keinen Spaß. Ich will ja auch den ganzen Loot, den wir jetzt dann findet, auch mitnehmen. Machen wir die kleine mal hier hin. Dich können wir rübernehmen. Dich brauchen wir auch nicht. Wir haben einen Feuerstein. Bandage lassen wir drin. Grüne Kokosnuss. Euch können wir verarbeiten. Euch genauso. Das genauso. Die Salbeiblumen. Jotoba-Harz. Skorpione brauchen wir nicht. Die Stöcke brauchen wir nicht. Die Wiesel auch nicht. Und die schmalen Blätter aktuell auch nicht. So. Jetzt sind wir schön. Leicht 7,7 Kilo. Perfekt. Wir können losgehen. Oh, ich freue mich. Wir holen das erste Mal Rohstoffe heran. Und ich glaube... Ich glaube, da ist eine Harpie. Aber ich will dahin. Oder kriege ich sie auch hier? Lange Stücke. So, 4, 8. Hier nehmen wir auch noch. Gibt es noch einen mit 4? Perfekt. Komm her. Perfekt. Die 4 nehmen wir auch mit. Dann ist die Steinaxt durch. Dann gehen wir einmal rein. Die können wir direkt reparieren. Wir haben noch Steine. Das heißt, wir müssen auf dem Weg auch noch Steine suchen. Wir machen jetzt gerade den Bogen zu dem Bauwerk vor. Schauen, ob wir Steine auf dem Weg finden. Und dann würde ich gerne auf den Baum noch hoch zum Quartiere, dass wir schön alles sehen auf der Map, was sich hier so in der Gegend befindet. Kommt der her und greift an, oder? Ja, 2 gegen 1 ist jetzt schon ein bisschen unfair. Kommt, ich mach gebratenes Fleisch aus euch. Und da haben wir ein Stärke-Upgrade Level 2. Ein Huhn. Massiver Stein, wichtig. Den brauchen wir. Den möchte ich auch nicht zerlegen. Achtung, Schlange. Gerade gedacht. War ein kritischer Treffer und die ist nicht tot. Da liegt noch mal eine. Ein Wandschnitzerei Teil 5. Wasser des Lebens. Nehme ich sehr gerne. Schlangen tun wir jetzt nur nicht häuten. Das macht erst im späteren Spiel Sinn.
Obsidianscherbe. Die Feder können wir hier lassen. Knochen würde ich gern mitnehmen. Die Fischgräten brauchen wir auch nicht. Teil einer Karte der Einheimischen. Hier noch ein Knocher. Eine Wandschnitzerei. Und zweimal Liane. Uns fehlen noch 1, 2, 3 Teile. Irgendwo werde ich angegriffen. Das ist bestimmt die Harpie. Hier habe ich noch eins. Wir gehen noch einmal kurz in den Charakter rein. Wir brauchen unbedingt die Konzentration. Genau. Die hätte ich eigentlich als erstes lernen sollen, weil die ermöglicht uns die Sicht auf Gegenstände, die uns sonst eventuell verborgen bleiben oder ich einfach übersehe. Wir gehen jetzt hier erstmal vorsichtig wieder runter. Die Energie lässt langsam nach. So, ich brauche ein bisschen Ausdauer, falls die Harpie kommt. Da ist eine und da ist eine. Ich weiß jetzt nur nicht, welche als erstes angreift. Hier ist ein Wiesel. Kommt jetzt alles zusammen. Eigentlich möchte ich doch nur zu dem Baum da. Nochmal ein Wiesel. Der haut ab. Perfekt, wir gehen ins Crafting. Wir können... Ich brauche schmale Blätter. Natürlich brauche ich schmale Blätter. Die Palme sind nicht weit weg. Komm, ich nehme gleich 4 mit. Das passt vom Gewicht her. Dann können wir uns einmal Lianseil craften. Und jetzt einen Teil der Insel kartografieren. Ja, ich bin leicht überladen. Und nach oben. Einmal kartieren. Und da unten haben wir auch Steinhaufen, Dattelpalmen, Salbei, Kamille. Hätten wir in der Nähe Drachenfrucht, biegsamer Ast, auch sehr gut. Perfekt, was versteckt sich im Nest? Eier. 4 Stück könnte ich nochmal mitnehmen für Spiegelei. Das machen wir. Jetzt kehren wir aber erstmal zurück zur Base. Bauen dort weiter. Eventuell müssen wir in der Nähe noch einmal Steine holen. Da habe ich jetzt keinen Platz mehr, weil ich überladen bin. Oder ich zerlege halt doch wirklich den massiven Stein. Das kriege ich vielleicht ja schon doch auch hin. Gibt ja genügend zum Wiederfinden. Ja, ich bin gewichtstechnisch halt wirklich am Ende. Wenn wir hinten angekommen sind, mache ich als allererstes einen Marker auf der Karte, dass ich immer weiß, wo wir uns befinden mit unserer Base. Nochmal ein Harpien-Nest.
Pfeil und Bogen kommt auf die Prio-Liste. Wobei man die eigentlich auch ziemlich gut mit dem Speer in der Abwehrhaltung klein kriegt, wenn die einem angreifen. So, Ausdauer ist wieder voll. Und da wären wir zurück in der Base. Erstmal der Sonnenschutz. Weiter mit dem Bett. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Den Stein ablegen. Kiste ist voll. Dann holen wir uns mal 4 Blätter. Dann können wir das Bett wenigstens bauen. Weil wir müssen jetzt dann als allererstes schlafen. Ich hole noch diese 2 Kokosnüsse hier. Dann haben wir direkt was, wenn wir aufwachen. Und dann gehen wir los, Steine holen. Bis in die Morgendämmerung. Ja. Komm, wir schlafen bis in die Morgendämmerung. Einmal Herstellung. Die Kokosnüsse verarbeiten. Und dann nehmen wir die auch direkt. Hier waren es jetzt noch kleine Stücke und Steine. Jetzt erst eine Kartierung machen. Dann können wir uns hier den blauen Marker setzen. Ja, hier gab es jetzt nicht wirklich viel. Harpiennest. So nah, wie ich jetzt dran war, greift sie mich mit Sicherheit an. Da kommt sie auch, oder? Na, ist nochmal weggeflogen. Wir nehmen die 10 Stücke hier auf jeden Fall. 20, perfekt. Jetzt hätte ich noch gern Steine. Komm her. Da war doch hier irgendwo, meinte ich, da vorne. Da vorne müsste doch ein kleiner Steinhaufen gewesen sein. Hier irgendwo. Ja. Hä, komm, den massiven nehmen wir auch direkt mit. Dann kann ich den verarbeiten. Noch 3 kleine. Sehr schön. Die erste Bauwerke von uns steht. Die erste einheimische Tiere greifen uns auch schon an. Es dauert nicht lang, dann wären wir Opfer von einem Harpienangriff. Ich sehe es schon kommen. Da wären wir zurück im Lager. Wir bauen direkt das Lagerfeuer fertig. Noch einmal hier reingeschaut. Wir können eine Steinsäge bauen. Eine Obsidiansäge. Dafür brauchen wir die Werkbank. Für die Werkbank. Oh, die schauen wir uns gleich an. Brauchen wir Lianenseile, kleine Stöcke und langer Stock. Komm, wir platzieren sie direkt. Kriege ich die hier noch irgendwie so halblebig hier mal mit rein. Kein Regen. Kein Regen. Hier. Dann craften wir uns noch schnell 2 Lianenseile. Es regnet. Und da haben wir auch schon die Werkbank. Cool, ich freue mich. Ich freue mich.
Knochenpfeile, Obsidianpfeile, die geschützte Kiste. Verbesserte Aufbewahrungskiste verdoppelt die Konservierungszeit von Lebensmitteln, kann bis zu 40 Gewichtseinheiten aufbewahren. Ich würde aber viel lieber noch eine der großen Kiste bauen. Dann können wir hier nämlich unser ganzes Baumaterial mal reinmachen. Und hier drüben ein bisschen die Nahrung. Den Stein können wir rausholen, dich auch. Die Blätter. 16 an der Zahl. Und können wir die rüber machen. Ja, cool. Zu Beginn der nächsten Folge werden wir ein Lagerfeuer entzünden. Wir machen uns ein bisschen Nahrung. Wir schauen in die Werkbank rein. Werden, ich denke, hier die Schreinerei-Werkbank direkt mal bauen. Damit wir einen Karren kriegen, damit wir mehr Material mitnehmen können. Aber jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Falle an. Wo waren die hier? Primitive Falle. Kann für den Fang von Krebsen, Hunden, Agutis und Kaninchen verwendet werden. Die bauen wir definitiv auch. Massiver Stein und kleine Stücke, überhaupt kein Problem. Zwei Stück hier in Lagernähe. Ich freue mich drauf. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr in dieser Folge mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.